Hallo zurück hier auf dem TMS YouTube Channel. Es ist Part 2 angesagt zu Async versus Sync in TMS Webcore. Und ich möchte mit euch noch kurz darüber quatschen, wie es denn oder wie man denn am besten dieses Async und Await nutzt in der Delphi IDE. Also, ich fange so an. Wenn man professionell Software schreibt, dann möchte man natürlich in seiner IDE eine Programmierhilfe haben. Das ist, glaube ich, ganz selbstverständlich. Und da kennt ihr ja auch alle die Programmierhilfe von Delphi. Mit der seid ihr sehr vertraut und ihr möchtet die natürlich auch weiter nutzen. Alles in Ordnung. Und ich habe mal jetzt das Beispiel auf, welches wir in Part 1 gemacht haben. Das heißt, wenn ihr jetzt Part 1 noch nicht gesehen habt, dann würde ich mal sagen, schnell zurück, guckt euch das schnell an. Und dann kommt er am besten wieder. Also, es ist ganz leicht verändert. Ich hatte einmal das rausgenommen mit dem Timeout, weil das jetzt nicht so wichtig ist, sondern es geht jetzt nur oder erstmal im Prinzip um dieses Schlüsselwort Async. Ihr seht schon hier in der Delphi IDE, das ist so rot unterstrichen und das liegt natürlich daran, dass Delphi jetzt dieses Schlüsselwort Async gar nicht kennt, denn sowas gibt es in Delphi nicht. Delphi ist, so, ist nicht asynchron, sondern synchron und deswegen gibt es so etwas gar nicht und dann natürlich auch gar nicht das Schlüsselwort. Wenn man das jetzt aber so macht, dann ist klar, die Delphi-Programmierhilfe, die ja im Hintergrund immer versucht, das Ganze so zu kompilieren und natürlich validen Delphi-Code haben möchte, den sie hier nicht bekommt übrigens, also die versucht, diesen Delphi-Code zu analysieren, schafft es dann irgendwann nicht mehr. Denn wenn da so viele nicht Delphi-konforme Sachen drinstehen, dann ist klar, dann geht die Programmierhilfe irgendwann in die Knie und ihr habt keine Programmierhilfe mehr. Das ist natürlich blöd. Außerdem ist es nicht schön, wenn das Ganze rot unterstrichen ist, denn dann denkt man immer, man hätte was falsch gemacht. Deswegen jetzt die Sache, wie kriegt man das hin, dass es nicht mehr rot unterstrichen ist? Und natürlich, das geht natürlich in TMS Webcore. Das haben wir natürlich für euch eingebaut. Ohne Frage. Und da zeige ich euch einmal, wie das geht. Okay, ich erstelle mal eine neue Unit. Und lagere das Ganze einfach nur einmal aus in ein Objekt oder in eine Klasse, sage ich so. Das heißt, ich speichere das einfach mal, sagen wir mal, im Temp-Ordner ab. Und ich mache mal eine neue Klasse. Dann mache ich T-MyObject, abgeleitet von T-Object. Und kann dann da einfach mal, welche Methoden hatte ich da eben? Da hatte ich die Methode execute und die Methode ask web service. Die mache ich dann da einfach mal rein. Also ich fange mal mit execute an. Die mache ich public. Das mache ich mal sogar als eine. Ich lasse das mal ruhig so. Ich mache das einfach mal so. Und da kommt dieser Quellcode rein. Okay. So, und das Ganze mache ich auch noch für Ask Web Service. Mache ich nochmal genauso. Und das ist auch wieder public. Das ist jetzt aber eine Funktion, die nicht hier, sondern hier einen String zurückgibt. Und ich hatte hier reingeschrieben, Result gleich TMS Webcore Rocks. Und das rockt auch. Okay. Gut. So, um das Ganze jetzt aufzurufen, mache ich mal. Ich mache das mal nur oben rein. Packe ich mal beide Sachen wieder rein. Das heißt, die Unit JavaScript und die Unit Browser Console muss ich hier einbinden. Und dann sollte das schon gehen. Und hier mache ich mir jetzt einmal eine Variable. Die nenne ich L-Object, muss ich auch richtig schreiben, T-MyObject. Die kann ich auf jeden Fall einmal initialisieren. Das ist dann T-MyObject.create. Und dann mache ich einfach L-MyObject.execute. So, jetzt steht im Prinzip genau das da, was eben da stand.
Bis auf das Async, ich sag mal, wenn ich das jetzt wieder reinmache und das bleibt da so stehen, dann geht das Ganze wieder. Okay, ihr seht, es ist wieder alles rot. Ich kann euch das auch einmal zeigen, wenn ich mit Delphi kompiliere, dann seht ihr auch, dass natürlich hier Fehler auftreten. Das heißt, Felddefinition nicht erlaubt, das ist alles nicht gefunden, dieses Async, und klar, das macht natürlich eine Programmiersprache dann fertig. Passt zu JavaScript hingegen, ich habe ja gerade eben schon kompiliert, der kompiliert das und sagt alles in Ordnung. Das heißt, wir wollen das jetzt natürlich so haben, dass es nicht rot ist, sondern dass auch der Delphi-Editor uns sagt, hey, alles sauber. Und wie geht das? So, es gibt in TMS Webcore die mit Funktion statt async so zu schreiben, async als Attribut zu schreiben. Und das würde ich euch allen empfehlen, dass man das so schreibt. Das ist intern wieder einfach das Gleiche. Das wird einfach nur wieder ersetzt. Nur jetzt alleine ist es schon valider Delphi-Code. Ihr seht, das ist nicht mehr rot unterstrichen. Wenn ich jetzt mit Delphi kompiliere, kompiliert das. Wunderbar. Und wenn ich mit Passage JavaScript kompiliere, kompiliert das Ganze immer noch. Und es ist halt, es ist das Gleiche. Es wird einfach nur ersetzt und mehr ist nicht. Okay, das wäre die Sache zu Async. Und jetzt kommen wir noch zu diesem Await hier unten. Await, davon können wir uns einmal die Definition angucken. Und zwar, wenn ich hier einfach so hinspringe, dann wird mir jetzt in der Unit JavaScript die Definition von Await gezeigt. Und das hier sind jetzt alles, Entschuldigung, ich habe so nicht gut gescrollt. Das sind jetzt alles Stub-Units. Also, wie ist das zu sehen? Delphi kompiliert anderen Quellcode als Pass-to-JavaScript. Pass-to-JavaScript kompiliert Code, der für ihn valide ist, zum Beispiel mit diesem Async dahinter. Delphi kompiliert Code, der für ihn lesbar ist. Und da hat TMS einfach dann diese Methoden im Prinzip die ganze Weblib doppelt angelegt, die Delphi kompatibel ist. Die muss ja auch nur kompiliert werden, die wird gar nicht genutzt, diese Methoden werden nicht genutzt, sondern nur von der Delphi-Programmierhilfe genutzt, um zu sagen, nur genutzt, damit man eine Programmierhilfe hat. So. Und TMS hat diese Await-Funktionen angelegt, zum Beispiel für einen String, für einen JavaScript-Value, für einen Integer, für einen Boolean. Und natürlich gibt es dann natürlich Funktionen, also das ist natürlich erstmal schon eine Menge, klar, damit kann man schon mal was anfangen, aber es gibt natürlich Sachen, wie zum Beispiel Ask My Web Service, der muss ja keinen String zurückgeben, sondern der kann zum Beispiel auch ein T-My Special Super Object zurückgeben. Und natürlich, das kann TMS nicht leisten in der Weblib. Und das soll auch gar nicht so sein, sondern da gibt es eine andere Möglichkeit. Und zwar kann man das so schreiben: T-Await. Das ist generisch. Ich sag mal jetzt hier mit String, damit das genauso funktioniert. Und dann Punkt Exec. Okay. Jetzt die Sache. Also warum brauchen wir das nochmal? Also dieses Await, was da stand. Das habt ihr gesehen, war jetzt nur definiert für Boolean, String und so weiter. Aber nicht für eure eigenen Objekte. Und wenn ihr da jetzt was Eigenes zurückgebt, dann ist das natürlich für Pass to JavaScript absolut okay. Der kriegt das hin. Und hat da kein Problem mit, weil der dieses Await ja auch kennt. Delphi hingegen kennt dieses Await nicht. Der kennt nur diese Definition, die ich euch eben gezeigt habe, aber nichts anderes. Also wenn jetzt diese Funktion was anderes zurückgibt, dann geht das Ganze nicht mehr. Delphi sieht halt diesen Code anders als Passage JavaScript. So, und dafür haben wir dieses T-Await eingebaut, dieses generische. Das kann ich euch auch einmal zeigen, wenn ich hier draufklicke. Beziehungsweise wenn ich es einmal hier aufmache, dann seht ihr das hier. So, es ist folgendes definiert. T-Await ist ein Record.exec, der ist jetzt generisch und nimmt einfach vom Typen T etwas entgegen und gibt es vom Typen T auch wieder zurück. Das heißt, hier ist dieses Exec jetzt für alle Typen valide und sollte deswegen natürlich auch genommen werden. Klar, es ist wieder das gleiche wie Await. Also es wird auch einfach nur genauso wie mit dem Async oben wieder ersetzt. Mehr ist das nicht.
sondern ist einfach halt nur das so hingeschrieben, dass das dann Delphi-konform ist. So, jetzt kompiliere ich das Ganze mit Delphi mal. Und ich scheine irgendwie eine Klammer vergessen zu haben, wahrscheinlich. Und klar, ich habe natürlich das generische falsch gesetzt. Ich muss natürlich hier hin, ohne Frage. Und dann geht das Ganze auch. So, alles klar. Das heißt, Delphi kompiliert jetzt diesen Code und passt zu JavaScript kompiliert diesen Code auch. Und wir sehen deswegen, es ist alles, es ist jetzt, ich sag so, es ist das gleiche, wie ich am Anfang gezeigt habe. Also der Code wird genauso ausgeführt wie der, den ich am Anfang gezeigt habe. Nur er ist jetzt Delphi-konform. Der Delphi-Editor sagt, es ist alles super und man kriegt sogar noch seine Programmierhilfe dazu. Deswegen würde ich sagen, macht das auf jeden Fall so, ist jetzt nur meine Empfehlung, denn dann macht euch niemand Probleme und es steht einfach ganz valide da. Alles klar. Das wäre es schon mit meinem kleinen Video gewesen. Falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt gerne auch unter den Blogartikel schreiben, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Lest euch den durch. Einfach auf der TMS Homepage. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Ciao, ciao.